Eine Corona-Geschichte. Vor etlichen Jahren, zu Zeiten von Downton Abbey, also etwa um die vorletzte Jahrhundertwende, stand ein angesehener Kapitän auf der Kommandobrücke eines britischen Kriegsschiffes und betrachtete den Sonnenuntergang über dem Meer. Die Geschichte besagt, dass der Kapitän sich anschickte, zum Abendessen nach unten zu gehen, als der Ausguck plötzlich vom Krähennest herunterrief: »Licht, Sir! 2 Meilen voraus!« Der Kapitän drehte sich wieder zum Steuer um. »Beweglich oder fest?« fragte er, da dies noch die Zeit vor der Erfindung des Radars war. »Fest, Captain!« »Dann melden Sie diesem Schiff Folgendes«, befahl der Kapitän schroff. »Sie sind auf Kollisionskurs. Ändern Sie Ihren Kurs um 20 Grad.« Die Antwort der Lichtquelle traf nur wenige Momente später ein. »Rate dazu, dass Sie Ihren Kurs um 20 Grad ändern.« Der Kapitän war empört. Nicht nur, dass seine Autorität in Frage gestellt wurde, dies geschah auch noch vor einem Matrosen niederen Ranges. »Schicken Sie noch eine Nachricht«, knurrte er. »Wir sind die HMS Defiant, ein 35.000 Tonnen schweres Dreadnought-Großkampfschiff. Ändern Sie Ihren Kurs um 20 Grad!« »Hervorragend, Sir«, kam prompt die Antwort. »Ich bin Obermatrose O'Reilly. Ändern Sie Ihren Kurs unverzüglich!« Vor Weißglut, völlig rot im Gesicht, schrie der Kapitän: »Wir sind das Flaggschiff von Admiral Sir William Atkinson Willis. Ändern Sie Ihren Kurs um 20 Grad!« Nach einem Moment der Stille antwortete Obermatrose O'Reilly: »Wir sind ein Leuchtturm, Sir.« Und jetzt denkt mal drüber nach, was das mit Corona zu tun haben könnte und den ganzen Einschränkungen, die uns auferlegt werden. Stay home, stay safe.